So, und weiter geht's bei unserer kleinen Paarungsparty hier am kleinen Eichenweiher unter der Linde. Warte mal, Eichenweiher unter der Linde, das ist irgendwie ein bisschen merkwürdig. Nee, das muss so, das ist nämlich jetzt ein Quadruple D, wie unser völlig gestörter, degenerierter Herr Crueldator sagen würde. Ja, ich habe meinen Namen gehört. Ne? Ja, nicht nur das, auch eine komplette Umschreibung deines Charakters war dabei. So viel Zeit muss ja sein. Und bei deinem Charakter lässt sich ja im Prinzip in zwei Worten umschreiben, ne? Die wären? Wie ich schon sagte, vollkommen gestörter, degeneriert, scheiße, das sind drei. Ja, nun, na gut, so viel Zeit muss einfach sein. Was wir machen wollten, zumindest was ich jetzt vorhatte, das habe ich schon längst wieder vergessen. Deswegen gehe ich jetzt einfach hier hin und betreibe jetzt gerade mal ein bisschen Terraforming. Hol mir einfach mal einen ganzen Arsch voll Erde aus dem Haus. Pack den ganzen Klumpatsch, den ich hier dabei habe, einfach mal wieder in irgendeine Kiste rein, vorzugsweise in die direkt neben der Tür, damit ich nicht am schnellsten da blop, 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 das Zeug, weil ich schön bei ihm aus der Kiste geklaut habe. Und noch viel mehr. Hallo? Ich habe nichts geklaut. Nein, nein, das hast du dich jetzt gerade verhört. Das hat auch keiner gesehen. Das möchte auch keiner gesehen haben. Wenn das nämlich einer gesehen haben sollte, halte ich dann für eine Lüge, reiche eine Klage ein und du wirst hier mal nicht sterben, weil wegen verhungern und so. Ist so, ja? Ja, wer sich nur von Salat ernährt, der kann nur irgendwann verhungern. Das ist so, das ist das. Ich habe mich auch nicht von Salat. Spreche ich gegen meinen? Ich habe gesagt, ich habe mir heute einen Döner ohne Salat bestellt. Was war mit gestern? Gestern habe ich einen Salat gegessen, ja, das ist richtig. Ja, siehst du, sowas tut man einfach nicht. I'm sorry. Man tut sowas einfach nicht. Da gibt's keine Entschuldigung für. Da geht man direkt in die Waffengeschäfte und holt sich einfach mal, keine Ahnung was, vorzugsweise eine 40mm Granate. Und dann geht das auch schnell, weißt du? Dann macht das mal immer kurz Plitsch. Und dann wird das auch schon. War das das? War das das? Waikiki? Ach, hier war ja wieder dieses Prinzip Luft und so, ne? Ich mag Luft übrigens, weil, luftig? Ja, auf jeden Fall recht luftig dann immer. Bin ich seit Jahren schon großer Fan von. Ich bin natürlich nicht so ein großer Fan davon, dass ich, irgendwie mein Zuckerrohr im offenen Meer anbaue. Vielleicht sollte ich da irgendwie mal so einen Zaun drum ziehen oder so. Meinst du, Zuckerrohr im salzigen Wasser ist nicht so gut? Doch, das gibt dann nämlich den guten, den was gibt dann eigentlich? Es weiß halt kein Schwein, was das denn gibt. Also salzigen Zucker gibt's ja so in dem, ja doch. Das Zeug nämlich Salmiaksalz. Eigentlich nicht. Ja doch, Salmiaksalz. Das ist salzig, aber trotzdem süß. Also den Geschmack möchte ich jetzt ja trotzdem mal haben. Da hol dir Salmiak-Pastillen zum Beispiel. Oder irgendwelche, oder irgendwelche Lakritz-Bonbons, wo halt dieses Salz drin ist. Das ist salzig, aber auch irgendwo süß. You know, dude? Egal, lassen wir das jetzt einfach mal so frei so stehen, so nach dem Motto, mein Sand fällt runter, wenn er keine Haftung zu einem festen Untergrund hat. Und machen wir unser Plantation hier einfach mal weiter. Wie breit möchte ich das denn jetzt eigentlich treiben hier, das Spielchen? Quadruple ist leider schon ausverkauft. Wie viele Streben haben wir jetzt hier? 1, 2, 3, 4, 5 Streben und sind lang. Oh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Na, ich würde sagen, dann machen wir die 10 lang jeweils. Dann haben wir insgesamt 50 Einheiten Zucker, den wir ernten können, der jeweils den doppelt behaftet ist. Das macht er mit einer Ernte 100. Ich glaube, damit kann man leben, du. Das sieht natürlich jetzt hier von unter Wasser nicht ganz so geil aus wie von über Wasser, aber das ist mir jetzt auch. Oh, ich hab gefunden. Was für ein. Ja. Wir hätten für ein Alde. So, ich hab gehört, wir können jetzt hier mal ein bisschen an unserer Farm weiterbauen, denn das mit dem Zuckerrohr, mit der Plantage, das ist noch nicht ganz so voll eisgereift, wie man das hier im Osten bei uns drüben hat. Deswegen schlage ich einfach mal vor, wir klatschen hier noch ein bisschen Sand drauf. Nachdem wir den Sand da gesetzt haben, nehmen wir ein bisschen Zuckerrohr, setzen den da oben drüber und dann haben wir ein Ei oben drüber, schlecken den Stiel ab und das schmeckt dann lecker. Lecker. Das nennt man dann Eierschecke. Arschicke? Eierschecke. Okay. Eierschecke. Okay. Kennst du keinen Eierschecke? Hättest du mal in die Schule aufgepasst, dann würde sie jetzt auch Eierschecke kennen. Ich nein.
Nein, nein. Bauchplätscher! Ich brauche Sand übrigens. Kaufe es dir. Sand, Sand, wir brauchen Sand. Was geht denn, Alter? Sand, Sand. So, wie viel Sand habe ich jetzt hier aus dem Sand rausgepröpelt, sag mal? Wie viel sind denn das? Das sind 8 Stück sollte dir gereichen, nachdem ich da so ein paar daneben gesetzt habe, du. Schmeißen wir einfach mal die Erde wieder zurück ins Inventar, tun dafür den Sand da rein und dann setzen wir mal den Sand da drüben hin. Sag mal, was machst denn du eigentlich da drüben an deiner Kackhütte, du? Bist du schon fertig? Kann ich mal gucken kommen, oder was? Nein. Wie, ich kann ja noch nicht gucken kommen? Nein. Immer noch nicht fertig? Nein. Sag mal, was machst du den ganzen Tag für einen Scheißendreck da? Bist du dir nur die Eier am Kratzen, oder was? Ja. Ja, muss man mal ein bisschen produktiv sein hier. Nein. Nicht immer in der Gegend rumgucken mit den Zombies, spielen die für einen Creeper in der Luft jagen lassen. Du musst einfach mal ein bisschen ein Häusle bauen. Hast du schon einen Baum angepflanzt? Nein. Hast du schon eine Frau gefunden? Nein. Sag mal, was hast du eigentlich in deinem halbmännlichen Leben überhaupt schon bislang geschafft? Kein Haus gebaut, kein Baum gepflanzt, keine Frau gefunden. Wenn du jetzt sagst, du hast schon Kinder, dann macht mich das ein bisschen stutzig. Ich hab dir vergewaltigt. Die Kinder. Nein, nein. Du, dich, dich. Mich hast du vergedingsbumst und deswegen hast du Kinder. Ja. Ohne Frau. Ja. Aber in 3D. Ja. Mit Gummibärchen. Saftgummibärchen. Auf dem Feld. Im Feld. Mit Brotsamen. Ja. Kennst du Brotsamen etwa nicht mehr? Doch, klar. Wollte gerade sagen, hier, dein... Mein treuer Freund und Begleiter, der mich in den schwersten Stunden meines Lebens tapfer begleitet hat, nämlich wenn ich mit der Tante Ela zusammen aufnehmen muss. Das Problem ist, dass sie gerade wieder neben mir sitzt und mir wahrscheinlich gleich eine Stelle gibt. Na egal. Hätte ich dann in dem Sinne tatsächlich verdient? Tatsächlich. Ja, ich glaube, tatsächlich ist dem so. Ich weiß auch gerade gar nicht, was ich mir zusammenschraube. Ich glaube, es wird irgendwas von wegen ein großes Surprise Bud 600 Folgen in Minecraft-Dingens. Bud 6? Ja. Ich habe nur Bud 6 gehört. Ja, das wundert mich überhaupt nicht, dass du nur das verstanden hast, wieder, du kleiner fieser Wicht. Ein fieser Wächter. Ich gehe jetzt mal kurz hier drüben hin, ich schwimme mal hier hin und greife einfach mal so ein bisschen was hier vom wie heißt das? Untergrund-Seebodengedönse. Genau. Tiefseegraben. Deshalb, ich baue mir einen Marianengraben hier. Ha, viel Spaß. Ja. Wie viel Kilometer ist er noch gleich tief? Was war das? 11 Kilometer oder so. Das heißt, es sind gerade mal 11.000 Blocks, die ich tief muss, richtig? Ja. Schaffe ich. gib mir eine Minute. // Wand. Groß an, oder? Was bitte? Demnach sind wir und unsere Häuser ziemlich groß geraten. Ja, vor allen Dingen ich bin groß geraten. Das liegt aber nicht daran, dass ich so groß bin, sondern daran, dass ich mir einbilde, so groß zu sein. Was weiterhin auch nicht schlimm ist. Wenn es denn wenigstens nicht der Wahrheit entsprechen würde. Sag mal, hast du eigentlich schon eine Idee, was wir in unserem 100er machen werden? Nö. Werde umgebracht vielleicht? Auch das natürlich, aber ich habe irgendwie sowas gehört von wegen, wir machen Barbecue. Barbecue? So. Ja. Ich habe was von Barbecue gehört. Ja, ich auch. Ich habe gehört, wir barbecuen ja, einfach mal. Wir barbecuen Pete's Meat. Pete's Meat? Was ist Pete's Meat? Oder Gronk. Einfach mal auf den Grill schmeißen, gucken, wie lange der braucht, bis er durch ist. Warte mal, durch ist er immerhin schon. Wollte gerade sagen. Aber ich glaube, essen kann man sowas nicht, oder? Ich würde vergiftet nicht ohne, werden. Nicht ohne vorheriges Abbeizen. Abbeizen kann man übrigens wunderschön machen mit der Uschi-Glas-Hautcreme. Die bietet sich dafür förmlich an. Okay. Ja, ist so. Muss man mal ausprobieren nochmal. Dann nimmst du ein schönes Stück Holz, hast da noch Farbreste dran und so weiter, willst du das abbeißen, schmier das mal mit dem Zeug ein. Immer funktioniert. Funktioniert, sagt er. Jo, damit ist jetzt meine wunderschöne Chloroformfarm jetzt auch fertig. Chloroformfarm. Ja, wen willst du denn chloroformieren? Warte mal, ich glaube, ich habe mir jetzt ein bisschen vertan. Zellulosefarm meinte ich eigentlich.
Oh. Nicht Chloroform. Aber Chloroform ist auch gut. Ela, willst du mal Chloroform riechen? Ich glaube nicht. Obwohl, warte mal, dann hätte ich leicht Riss. Na, lassen wir das so. Ja, ach, schön. Schön, schön, schön. Ich merke schon, wir stimmen uns gerade für die 100. ein, so ein bisschen. Denn dann wird es einfach nur, wieso bin ich fast tot? Weil Party und so. Ah, ich habe nur ein Herzchen. Ich hätte vielleicht nicht ganz so viel ertrinken sollen. Ich gehe schlafen. Ich bett muss und abgesehen davon haben wir nur noch 1,5 Minuten Zeit. Das ist egal. Ich laufe jetzt einfach zu dir, auch wenn mich was angreifen sollte. Hier ist ja alles wunderschön hell erleuchtet. Übrigens, ich habe jetzt auch ein Bett. Nee, nix übrigens. Oh, du hast ein Bett, dann können wir ins Bett legen. Dann brauche ich gar nicht bis zu dir laufen, um mich da in falscher Sicherheit zu wegen. Wir bräuchten übrigens für unseren wundervoll ausgeführten Weg hier ein bisschen Laternen. Und Straßenmusikanten. Ja. Oh ja. Ich habe ja hier vor meinem Haus schon mit so einer Laterne angefangen. Ich finde sie bislang aber relativ reichlich hässlich und scheiße. Deswegen müssen wir da ich vielleicht... Ich wollte es eigentlich nicht gesagt haben, aber ja, tut sie. Ja, ich weiß. Ich war bis jetzt einfach nur noch zu faul, sie wieder abzureißen. Ich lege mich mal ins Bett, ha? Ja, gut, dann lege ich mich jetzt auch ins Bett. Na, mach schneller, komm. Na, mein Gott, Zombie! Wie, mach schnell? Ich lag doch schon. Da ist doch schon hell. Was willst denn du eigentlich? Dann komme ich jetzt mal eben schnell zu dir, dann machen wir noch eben schnell ein Gruppenfoto, winken einmal kurz in den Creeper und verabschieden uns dann mit einem Knall der sozusagen. Ja auch, der ist ja schön für das Aufblitzding dafür da, ne? Geblitzdingst. Huch! Ich glaube, ich muss jetzt hier irgendwo links abbiegen, um zu dir zu kommen. Ich glaube, bevor die erste Steigung am Kiesweg kommt, muss ich links rein, dann komme ich zu dir. Ja, stimmt genau. Ich mache immer eben schnell so einen kleinen Pfad mit Fackeln hin, der jetzt schon wieder aufhört, weil ich keine Fackel mehr habe. Ich stelle jetzt einfach mal Erdblöcke hin, die dann nachher natürlich überwachsen werden, was schlecht ist. Ich stelle trotzdem einfach mal Erdblöcke hin. Da müsste der Weg dann lang führen, damit er halt zu dir führt. Das passt dann ziemlich gut. Ich habe dir was mitgebracht. Was hast du mir gebaut? Da. Extra für dich. Dankeschön. Ja, wir wollten jetzt nochmal schön in die Kamera winken. Wo sind wir da vorne? Du bist schon vorne. So, dann winken wir nochmal schön. Und verabschieden uns für heute und hoffen, dass wir uns in der 100. Folge wiedersehen. Tschüss!